Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Minecraft Live in the Woods, hier in unserem Winterwunderland. Ja, in den letzten Tagen sind ja keine Folgen mehr rausgekommen, weil ich war wirklich tierisch erkältet. Man hört es vielleicht noch immer in meiner Stimme, dass das immer noch nicht so wirklich funktioniert. Aber ich dachte, ich nehme jetzt endlich mal wieder auf, damit wir hier ein bisschen weiterkommen. Ich habe auch schon ein bisschen weitergearbeitet. Wie ihr gerade gesehen habt, das Haus da haben wir soweit fertig. Hat ja genug Zeit, in der Tagen, wo ich nicht aufnehmen konnte. Da habe ich das hier dann schon mal fertig gemacht. Oder halbwegs fertig. Hatte ganz viele Ressourcen gesucht und ach, was nicht alles. Können wir ja mal kurz rumgehen. Ein paar Tiere haben wir auch da. Da muss ich allerdings sagen, die habe ich im Cheat-Modus hergeholt, weil es gibt hier einfach keine Tiere. Jetzt haben wir hier ein paar Pferde, Kühe, Schafe und Hühner. Die wir hier noch alle ein bisschen verteilen müssten. Habt ihr jetzt erstmal alle nur in diesen Zwinger hier reingepackt, damit sie erstmal da sind. Hier habe ich ein paar Felder angelegt. Das finde ich eigentlich schon mal ganz schön so. Die Felder da hinten kommen ja weg bei der Kirche. Damit wir auf jeden Fall hier genug Nahrung haben. Ist auch alles auf Kompost gebaut, dass wir hier keine Wassergräben brauchen. Hier ist schon was fertig. Ist auch schon eine Weile da. Ja, das Haus sieht jetzt so aus ungefähr. Da fehlt eine Scheibe, die habe ich irgendwann mal rausgeschlagen und nicht ersetzt. Die müssen wir noch ersetzen. Hier habe ich so eine kleine Hecke rumgemacht, einfach damit das hier ein bisschen schöner aussieht. Dann können wir ja mal reingehen kurz. Hier habe ich eine kleine Küche, hier haben wir ein paar Schränke. Hier sind auch nochmal Vorratsschränke für Pflanzen, für was gibt es denn noch alles, für Mehl und sowas alles. Hier haben wir Öfen, die sind noch nicht wirklich benutzbar. Und hier habe ich einfach so eine Pflanze gemacht, so als Dekoration, als Chilischoten, die man sich hingehangen hat oder was weiß ich. Vielleicht kann man hier noch ein paar Sachen mehr hinhängen, weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken. Und wie ihr hört, hier laufen auch einige Leute rum. Die habe ich mir nämlich auch hergeholt, weil ich fand das hier sehr ruhig. Warum sind denn die Balken so? Warum sind die so? Keine Ahnung. Muss vielleicht noch mal korrigiert werden, ein bisschen was. So, dann gehen wir mal hoch. Hier habe ich auch schon ein bisschen gebaut. Hier ist der Bewohner dieses Hauses. Der wohnt jetzt hier. Hier habe ich ein Schlafzimmer. Alles so ein bisschen blau gemacht. Hier haben wir schöne Türen. Finde ich auch gar nicht so schlecht. Hier hatte ich so einen kleinen, ja, Arbeitsraum gemacht. Hier ist so der Balkon. Hier kann man schön auf die Felder gucken. Auch auf die Koppel. Vielleicht mache ich das Wasser da noch zu, dass ich da so ein bisschen mehr Koppel machen kann. Das weiß ich noch nicht. So, und man kommt hier auch noch eine Treppe höher. War ein bisschen fuddelig und finde ich auch noch gar nicht so schön. Hier haben wir so einen kleinen Vorraum. Aber man kriegt hier keine Schrägen rein, weil sonst könnte man hier nicht laufen. So. Bist du jetzt hier hochgelaufen? Okay. Ja, hier kann ich alles nicht abschrägen, die Dächer, weil sonst kommt man hier nicht mehr durch. Ne? Genau. Und hier kann man dann auf einem kleinen Balkon stehen und auch noch ins Dorf gucken. Finde ich ganz schön so. So. Ja, ich lasse dich wieder alleine. Bleib mal hier. Gehen wir hier mal wieder runter. Ja, das ist jetzt so das Haus. Das habe ich jetzt erstmal so gemacht in der Zeit, wo ich krank war. Weil ja, ich hatte Lust weiter zu bauen hier, aber wie gesagt, aufnehmen war gar nicht, weil meine Stimme komplett im Arsch war. Und hört sich ja bisher immer noch nicht besser an, aber ich denke mal, man kann wieder aufnehmen. Ja, hier will ich vielleicht noch alles zumachen so ein bisschen. Ich denke mal, das Wasser braucht man nicht so groß. Würde auch reichen, wenn das hier anfangen würde. Und wie geht's denn hier weiter? Ist nur so ein kleiner Fluss, ne? Plötzlich sind hier überall Tiere. Plötzlich sind auch Kühe. Aha. Die habe ich nicht hergezaubert. Die anderen ja. Aber vorher gab es hier keine Tiere. Naja, das wird hier auf jeden Fall noch ein bisschen ausgebaut. Stall kommt hier noch hin, ne? Und auch die Hühner müssen in anderen Zwinger, die backen sich da wieder in den Ecken fest. Die laufen da gar nicht rum. Und alle Tiere zusammen in einen Zwinger finde ich auch doof. So, bald kommt da die Mühle hin. Das wird auch noch so ein Projekt, wo ich mich drauf freue.
direkt so am Bauern. Deswegen ist hier auch ganz viel Weizen gepflanzt worden, damit man da denn auch das Weizen zu Mehl machen kann. Ja, hier ist auch noch so ein Teich. Ich weiß nicht, ob wir den noch schön machen oder ob wir den wegnehmen. Muss ich mal gucken. Ich fühle mich von denen ja ein bisschen beobachtet da, ne? Der guckt die ganze Zeit. Ja, wo ich bin, in welcher Etage, der ist auch da. So, hier habe ich mittlerweile auch ein paar Dorfbewohner. Du bist kein Dorfbewohner. Wahrscheinlich kommen hier noch ein paar mehr, weil ich glaube, hier laufen 4 oder 5 rum, aber ich finde keinen mehr. Die verstecken sich irgendwo. Irgendwie habe ich hier Horn gehört. Da. Versteckt sich im Garten. Okay. Ja, und wo die anderen sind, weiß ich gar nicht. Da steht noch einer, okay. Ja, und die anderen. Es müssten 4 oder 5 Leute hier sein. Wie viele haben wir jetzt gefunden? 3, ne? Und einer ist verlustig gegangen irgendwo. Hier hatten wir ja auch noch nicht weitergemacht. Muss auch noch fertig gebaut werden, die Häuser. Da werden wir mal zusehen, dass wir da noch ein bisschen was hinkriegen. Jetzt spawnen hier überall Tiere. Seitdem die anderen Tiere da sind, spawnen hier Tiere. Komisch. Jetzt habe ich da 2 Schafe, da ein Huhn, da hinten war eine Kuh. Finde ich schon komisch. Ja, und dann hatte ich unten den Tunnel noch ein bisschen geändert. Und noch ein bisschen weitergebaut. Ist ja halt das, was am meisten Zeit hier in Anspruch nimmt. Gehen wir mal kurz runter. Ups. Ah, runter. So, nehmen wir mal dieses komische Ding da aus der Hand. Müssen wir ja nicht die ganze Zeit bei haben. Habe ich eigentlich was zu essen bei? Ich muss mal gucken. Ja, haben wir bei. Denn ist gut. Und zwar habe ich die Lampen jetzt an die Decke gemacht, weil ich fand das mit den Fackeln hier unten ja doch ein bisschen doof. Und dann fahren wir einfach mal lang. Toll. Warum muss die Fackel jetzt weichen? Keine Ahnung. Ich will doch nur die Lore. So. Dann fahren wir mal bis zum Ende, wo ich jetzt gebaut habe. Das dauert ja wieder ein Momentchen. Aber mit den Lampen finde ich das schon mal viel schöner. Als wenn hier Fackeln überall sind. Hat irgendwie mehr Flair. Vielleicht könnte man auch diesen Glowstone nehmen und da oben nur einsetzen, dass es so eine Deckenlampe ist. Dass es gar nicht so weit runterhängt, muss man mal gucken. Aber ich finde das so ganz schön. Auch wenn manchmal dunkel ist, weil die denn noch nicht leuchten. Hier habe ich auch schon überall die Lampen drin. War natürlich eine ganz schöne Arbeit, die Ressourcen dafür zu bekommen. So, und hier geht der Tunnel jetzt mittlerweile weiter. Der war ja noch nicht da. Und ist auch ein ganz schönes Stückchen jetzt. Weiß nicht, hier müsste man vielleicht noch ein paar Sachen. Ups, da sind noch Steine. Interessant. Vielleicht sollte ich den Rückweg zu Fuß gehen, wenn da noch Steine liegen. Wundert mich, dass sie noch da sind. Das ist ja schon Ewigkeiten her, wo ich hier gebaut habe. Ja, man sieht, das ist schon eine Riesenstrecke Tunnel hier, die ich jetzt gebaut habe in der Zeit. Aber ich hatte auch 2 Wochen Zeit gehabt. Da habe ich mir einfach mal die Zeit gegönnt, den Tunnel weiterzubauen. Der nimmt gar kein Ende. Mensch, so weit kam der mir gar nicht vor, aber da vorne ist dann Feierabend. So, kommen wir zum Ende. Fahr nicht zu weit, ich brauch dich noch. Ja, und hier geht es dann irgendwann weiter, aber man wird ja irre bei dem Tunnelbau. Da, irgendwann macht es keinen Spaß mehr. Und dann hört man auf, weil man schon die Blöcke gar nicht mehr wahrnimmt, die man da weghaut. Ist ja auch schon eine riesen Strecke. Nur würde ich nur irgendwie vielleicht an die Seite noch einen Bahnhof machen oder so. Dass man auch wieder rauskommt, nicht die ganze Strecke hier wirklich fahren muss. Sondern dass man auch ein paar Sachen auf der Strecke sieht und nicht hier die ganze Zeit Tunnel, Tunnel, Tunnel. Weil irgendwie ist ja hier keine Abwechslung. Da vorne hatten wir ja ein paar Lava-Einbrüche und so, was hier jetzt auf der Strecke nicht war. Zum Glück hatte ich nicht die Probleme. Aber es ist natürlich sehr trostlos und langweilig, hier lang zu fahren. Weil überhaupt nichts passiert.
Na, und die ganzen Steine musste ich natürlich noch brennen und bauen und ach. Hat Ewigkeiten gedauert. Vor allem die Lampen, die sind ja nur schlimm zu produzieren. So, steigen wir mal aus. Nehmen wir mal hier die Steine mit, die hier noch alle rumliegen. Warum die hier noch liegen, weiß ich nicht. Aber wenn ich sie bei habe, ist es schon gut. Irgendwann brauche ich sie eh wieder. Aber ich verstehe nicht, warum die nicht schon despawned sind. So, dann sind wir auch gleich wieder vorne. Dann werde ich die Folge auch für heute schon beenden, weil die will ich dann auch gleich noch hochladen, dass sie heute rauskommt. Heute Abend versuche ich dann noch ein paar Folgen aufzunehmen. Warum gehen die Lampen hier nicht? Das ist ein bisschen komisch, aber ja, ist halt so. Ah, meine Nase. Ja, hier sieht man noch ein paar Sachen, ne? Was da hinten alles noch fehlt. Vielleicht müsste ich da so separate Wände aufhauen oder so, dass man da ein paar Löcher drin hat. Muss ich mal gucken. So, sind wir da. Sup. Ja, das ist mittlerweile das, was ich alles gebaut habe in den 2 Wochen, wo ich jetzt nicht aufgenommen habe. Und ja, dann werden wir oben am Dorf weiterbauen. Denke mal, dass wir die Mühle dann bald anfangen zu bauen. Und hier den Garten hier hinten. Also mit den Schafen jetzt hier drin, finde ich ein bisschen komisch. Ja, der Garten soll ja hier auch noch weg. Weiß nicht, ich hatte gesehen, im Kreativmodus kann man sich Grabsteine machen. Ob ich hier vielleicht so einen kleinen Friedhof hinsetze. Und dann wollte ich diese Trauben hier so auf dem Berg bauen, dass das so aussieht wie so kleine Rebstöcke. Ja, so am Berghang. Wie man oft so in den Bergen sieht. Weil die Kirche soll ja dann unten auch einen Weinkeller bekommen. Und da finde ich das ganz passig, wenn da auch Weinstöcke sind. Der Rest kann hier erstmal weg, denn dem. Ups. Den brauchen wir nicht. Hier ist übrigens das Lager. Da bin ich zu weit gegangen. Muss ja hier auch noch zugemacht werden. Also der Hof, der muss auch noch hier ein bisschen umgebaut werden. So schön ist der noch nicht. Aber das kommt alles nach und nach. Sag mal, wenn ich daran denke, dass hier am Anfang überhaupt nichts war, haben wir schon eine ganze Menge geschafft. Na gut, damit würde ich auch die Folge schon wieder beenden. Oder schon wieder, sind ja schon ein paar Minuten. Ja, und dann hoffe ich, ihr seid auch in den nächsten Folgen dabei. Ich werde nachher wieder aufnehmen. Heute Abend, wenn ein bisschen Ruhe ist hier. Und ja, wenn ihr noch ein paar Ideen habt, was man hier so bauen kann, was man vielleicht noch in das Haus machen kann, ja, gerne in die Kommentare. Ich freue mich darauf. Jetzt kann ich auch wieder ein bisschen besser antworten. Bin ich wahrscheinlich aktiver als die letzten Wochen. Ja, hier muss alles noch ein bisschen ausgebaut werden. Der Zaun muss noch, kriegt noch Farbe und da hinten die Häuser müssen noch fertig gemacht werden und. Ein paar Laternen müssen ja hier auch noch hin. Obwohl, wenn die Häuser beleuchtet sind, ist hier eigentlich hell genug. Ja, muss man noch sehen, wie man das alles macht. Wir haben ja Zeit und eine Menge zu tun noch. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr wieder dabei seid. Und sage erstmal Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.